Das Team of the Year ist vorbei. Road to the Final ist da. Die Vereine sind leer, egal ob Futter oder Coins. Überall können wir ein bisschen was gebrauchen. Und daher gibt es jetzt dieses Video. Wir schauen uns erstmal an, was so gekommen ist die letzten Stunden, was man beachten sollte. Und dann schauen wir uns Wege an, wie wir zum einen SBCs günstiger craften können. Und natürlich, warum, ich habe es versprochen im Laufe der Woche, wie man derzeit auch seine Coins vermehren kann. Servus, grüezi und hallo, wenn du dich noch fürs Trading interessierst, gerne mal den Daumen nach oben. Ist immer gutes Feedback für Content Creator zu wissen, ob die Videos von euch dann auch noch so gebraucht werden. Ansonsten, ja, was haben wir gestern bekommen? Ein bisschen frech finde ich von EA schon wieder, dass wir eine Road to the Final Rätsel Guru SPC haben, wo wir jeden Tag SPCs abschließen müssen, um natürlich coole Packs zu bekommen, das sage ich gar nicht. Aber die Vereine sind halt sowas von leer. Daher ja, schon ein bisschen schwierig jetzt hier so das Ganze mitzunehmen. Aber ich denke mal, durch die ganzen Packs, die man sich sonst noch erspielen kann, wenn ich da einfach jetzt nur noch in die FC UEFA Tour reinschaue, da kriegst du ja schon einmal, zweimal, dreimal, vier Spieler insgesamt und dazu noch 2500 Erfahrungspunkte, was dich im Season Pass schon weiterbringt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich einen komplett leeren Verein hast, versuch zumindest mal diese Aufgaben hier abzuschließen, um dann im Season Pass weiter nach vorne zu kommen und dann halt das eine oder andere Pack schon mal zu kriegen. Ich bin jetzt auch kurz vorm Schluss 5000. Und bevor jetzt wieder einer sagt, Zwipix, warum sagst du uns das nicht früher? Ihr könnt vom Season Pass nicht abgeholte Gruppenboni in die nächste Season übertragen. Habe ich letztes Mal gemacht, habe ich 3500 Punkte Vorsprung gehabt. Das heißt, wenn ihr fertig seid mit diesem Season Pass und ihr habt dann Gruppenbelohnungen, ja, Gruppenbelohnungen sind immer die, die oben drüber stehen in der Gruppe. Das müsste halt so genauso lange laufen, wie der Season Pass dann auch quasi geht. Und wenn es dann um 9 Uhr matcht, also wenn es gleichzeitig um 9 Uhr ausläuft, werden die Gruppenboni, beispielsweise jetzt hier bei der Road to the Final Tour, bekommst du ja, wenn du am Ende hier nochmal Erfahrungspunkte bekommen würdest, dann würde das gleich in die nächste Saison übertragen. Das heißt, jetzt noch nicht, weil jetzt denke ich mal, ist noch keiner fertig im Season Pass, aber im Laufe der Woche kommt dann nochmal ein ausführliches Video dazu, würde ich sagen, um dann wirklich jeden für euch nochmal auch eine Sinnhaftigkeit zu geben für die Erfahrungspunkte, die man normalerweise verschenken würde. Okay? Ja, und morgen, na morgen nicht, ich meine am 3. ist es glaube ich, oder? Jetzt Moment, wann kommt das FC Pro mit Diego Schotta? Das ist am 3.2. der ist heute Abend sogar, vergesst mir das nicht, das Open Finals damit anzuschauen, damit ihr euren Jota bekommt. Wer jetzt hier diesen 86er Jota nicht hat, ja, also um den 87er zu erspielen, könnt ihr gerne mal die Kommentarfunktion nutzen oder auf X drüber schauen. Da verbinden wir uns immer, connecten wir uns immer, dann kann jemand mit euch im Coop-Modus das Ganze machen und ihr kriegt auch noch den Jota. Aber bitte heute Abend nicht vergessen, das Ding laufen zu lassen. Für die extra Boni. Okay, was haben wir sonst noch bekommen? Das Team schauen wir uns gleich an. Ich glaube, wir haben eine der besten SBCs so des ganzen Jahres gekriegt, aus FC Bayern Sicht auf jeden Fall. Josh Kimmich, der wird ja momentan sehr kritisch gesehen von vielen Bayern-Fans. Ich bin einfach nur, wenn er einen defensiven Sechser neben dran hätte, dann könnte er das machen, was er am besten kann, das Spiel gestalten. Aber irgendwie haben wir da so seit Jahren das Thema. Gut, gehört jetzt hier auch nicht her. Ich sag Josh Kimmich, sehr, sehr gut. SBC von EA, sehr, sehr gut durchdacht. Die haben nämlich, ja, wir haben bei dem Totti Nomini Event, hatten wir nämlich die Gelegenheit, Kimmich, Kane, Musiala zu ziehen, eine Davis SBC abzuschließen. Das zieht natürlich Coins raus aus euren Accounts. Wer den machen möchte mit hoch potenzielle Upgrades noch, könnte eine 94 werden mit 3 Playstyle Plus. Überraschend war natürlich auch, dass die Karte gleich zu Beginn beim Road to the Final einen doppelten Playstyle Plus bekommen hat. Das deute ich mal als Win und ich finde schon, also momentan ist ein bisschen so eine spannende Phase, wie EA den Turnaround schafft vom Team of the Year zum Road to the Final. Und da haben sie es gestern schon ein Stück weit gut hinbekommen, muss ich sagen, mit den Karten. Was ich nicht verstehe, sind die Preise der Karten, aber dazu gleich mehr. Joshua Kimmich SBC für 400.000 Münzen, riesengroßer Win. Upgrade Packs, wer noch möchte, kann bis heute Abend noch die Ligensachen spammen. Ich habe ein paar gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 1:1 die gleiche Punkt gezogen wie beim Totti. Und daher, ja, keine Ahnung. Aber wenn ihr noch da ein bisschen was drin habt, spammt es gerne. Ansonsten würde ich zukünftig wieder auf die Ligen-Upgrades, also Ligen-SBCs umswitchen an eurer Stelle. Ja, ihr habt da hier die Möglichkeit für sehr wenig Coins, sehr viel Futter zu generieren. Wichtig ist, die Ligen-SBCs sind keine Methoden, um
ja, Coins zu machen, sondern lediglich um viel Futter zu generieren. Bedeutet, du brauchst eine solide Coins-Einnahmequelle, dazu kommen wir gleich, um das zu machen. Dann hast du immer wieder Coins, die durch IV etc. reinkommen und dann kannst du sie hier reinstecken und kriegst viel mehr Futter raus. Funktioniert hervorragend. Viele von uns machen das schon Wochen, Monate lang und berichten von hervorragenden Ergebnissen. Ich mache es auch immer wieder und kriege da immer relativ gutes Futter raus. Beim Totti war es jetzt schwieriger, weil wir nur drei High-Rated, gefühlt drei High-Rated-Spezialkarten ziehen konnten. Wird aber jetzt dann wieder im Laufe der Woche, vor allem auch zum Squad Battle Rewards, immer so ein bisschen so ein Auge auf Libertadores-Karten haben. Die unteren beiden solltet ihr immer komplett aus dem Verein abschließen. Ligue 1 kaufe ich meistens vier Karten, ja, so bestenfalls von dem Verein, weil da brauchst du ja sechs von einem Ding. Und Libertadores, ja, muss man halt dann, entweder man befühlt sich dem Verein jetzt richtig krass, auch über die Tauschvorgänge, die ja noch eine Woche laufen. Oder man gönnt sich das halt dann einfach dann als Ausgabe, weil man eh solide Coins-Einnahmequelle hat. Ja, also liegen SBCs, Grind, bitte mal abspeichern, bevor wir jetzt hier nochmal weiter eintauchen, noch ein paar weitere Informationen. Die Preise der Road to the Final Karten, Freunde. Keine Ahnung, ein Toni Kroos, ich hätte ihn so gern, hey, massives Pace-Upgrade, plus 33, aber 2,8 Millionen, dafür kriege ich Totti Rodri. Ja, es ist ein bisschen, ich finde es immer faszinierend, wie die Preise so zustande kommen, wer bereit ist, diese Summen zu zahlen. Klar sind es Live-Karten, braucht man nicht reden, ja. Auch ein Donnarumma mit 78k, kann man schon langsam mal nachdenken, den auf die IV-Liste mit drauf zu nehmen, ne? Aber so haben wir vielleicht nur einen Gonzales, die Karte, die um die 20k ist, der Rest, ja gut, die De Almeida, da kenne ich mich leider zu wenig aus beim Frauenfußball. Ironischerweise steht Teller bei 52k. Ja, vielleicht haben sie da die Preisrange verkauft, weiß ich jetzt gerade nicht, ich will jetzt nicht draufklicken. Aber so die Preise viel zu hoch, wenn man es mal mit den Tottis vergleicht. Das ist doch schon, sage ich mal, ja, die Tottis sind von gestern auf heute ein bisschen eingebrochen, weil es natürlich im zentralen Mittelfeld mit Kimmich etc. gute Alternativen gibt und weil halt viele wahrscheinlich auch denen. Ja, sage ich mal, sagen, ja, okay, ich habe jetzt so teure Karten, der Markt steht so hoch bei den Team of the Year Karten, vielleicht gehe ich da lieber raus. Ihr hat jetzt, denke ich mal, schon dafür gesorgt, dass der Markt erstmal stabiler bleibt, weil gute SBCs da sind und da kommen wir auch gleich schon zum Trading. Ja, also ich bin momentan Fan davon, kein Risiko einzugehen. Ich möchte solide Dinge empfehlen, die euch wenig Risiko, sage ich mal, bringen und guten Ertrag. Klar, kann man komplett rein pushen ins Risiko, wäre ich allerdings gerade kein Fan davon, weil der Markt sehr, sehr hoch steht. Dadurch sind einige SBCs auch noch, ja, sehr, sehr teuer. Für alle, die jetzt weniger Budget haben, also 50.000 Coins abwärts, 84er, Freunde. 84er, hervorragender Preis, kein Risiko, ja, kaum Risiko, meine, sollen es 200-300 Coins günstiger werden, vor allem die spielbaren. Ja, ich erkläre gleich das noch im Detail. 85er finde ich auch noch okay, die könnten allerdings ein bisschen fallen. 86er könnt ihr vergessen. 87er sind auch interessant, vor allem die Spezialkarten. Warum? Weil der Icon Pick Refresh kommt. Ja, das wenn jetzt vom Rating her, das ist immer das Erste, was ihr machen solltet. Schauen, wo stehen die Ratings. Seht ihr bei Footbin oben dann auf SBCs, günstigste Spieler nach Rating, cheapest Players bei Rating. Und dann schaut ihr einfach mal, was ist. Okay? Und dann entscheidet ihr euch, spammt ihr euch die Liste voll mit den 84ern, dann holt ihr einfach die 84er für 1,3 snipen und dann für 1,8 bis 2,1 anbieten oder die spielbaren wie Rafinha mit dem Chemistry Style snipen, egal welcher, könnt ihr auch für 2,1 zahlen oder zu 1,2 anbieten, aber gleich dazu noch ausführlich. Und bei den 85ern 6K snipen, die spielbaren für 7,5 anbieten oder gerne auch für 8,5 anbieten, zahlen wir zu 5,8. Und bei den 87ern plus 3 bis plus 5K immer bitte die Preise ins abchecken bei den 87ern, weil nämlich Son hat nur eine 20 oder 22K Preisrange, das seht ihr hier. Da könnt ihr nicht viel Gewinn machen, da müsst ihr auch immer 5 bis 10% raus wegbleiben, damit ihr da keine Probleme kriegt. Ich habe mir bei Footbin eingestellt, die beliebtesten Karten zwischen 1200 und 4500, habe es mir dann nach Spiele sortiert und hier kannst du jetzt einfach jede Karte einmal mitnehmen. Mandy, Diaby, Davis, Tomori, packst du die einmal mit dem Chemistry Style auf deine Liste, machst du plus 1K drauf, was sich schnell verkauft, holst dir zweites Mal drauf und so gehst durch. Wenn du jetzt nicht spielbare hast, 84er, da würde ich einfach nur 500 Coins draufschlagen, aber so gerne einstellen, die Liste unter Spieler. Player Game Performance, dann nach Spiele sortieren und jede Karte mit einem guten Chemistry Style. Welche Chemistry Style passt da immer drauf auf die Karte? Klickt einfach drauf auf Mandy, scrollt runter,
dann seht ihr, welche Chemistry Styles am beliebtesten sind. Zum Marktwert mit dem Chemistry Style snipen. Anker könnt ihr meinetwegen auch selber geben, müsst ihr allerdings dann beim Preis berücksichtigen. Das waren die 84er. Bei den 85ern ist es so, da könnte es immer ein bisschen so sein, dass ihr, ja, ich zeige gleich noch ein Tutorial, wie ich das mache mit den Karten, dass ihr, ja, dass die halt noch ein bisschen günstiger werden in den nächsten Tagen, je nach Content. Ich finde allerdings die Karten sehr, sehr cool, sehr, sehr spielbar auch, was immer ein wichtiger Faktor ist. Hier habt ihr dann auch einen Varane und Rodrigo. Die kauft ihr euch, Varane mit Shadow, Rodrigo mit Hunter. Wichtig, dass ihr den mit einem perfekten Chemistry-Style holt und bietet sie ihn dann plus 1, plus 2k an. Auch hier die Preisrange bitte beachten. 87er ist es so, man hat es bei Kimmich gesehen, EA möchte weiter Informs fordern, fordert 3 Informs für eine SBC. Das heißt, es könnte die nächsten Wochen auf uns zukommen. Wer sich einen Clubstock Informs jetzt schon machen möchte, kleiner Hinweis, die könnten noch ein bisschen günstiger werden. Gibt es allerdings keine Garantie, hängt auch ein bisschen vom Content ab. Aber ich für meinen Teil finde die 87er gerade hervorragend. Wenn ich da so ein bisschen so durchgehe, einen Dusan Vlahovic, einen Sörloth, Chevalier, Demarcus, Giroud, Ferran Torres, auch diesen Diouf, der im Team ist, der unglaublich krass aussieht, zeige ich gleich noch was. Die 87er, weil sie gleichzeitig mit dem Icon-Pick dann auch da ein bisschen absichern. Gerne hier ein bisschen was einpacken. Und Kimmich haben wir besprochen, ne, 450k Links zu den ganzen Bayern-Spielern, sehr, sehr gut. Dann Hero Evolution, wir gehen gleich nochmal einen Turn-On, ich bin jetzt gerade da, ihr wisst, dass ich switche immer zwischen Internet und Konsole. Bevor wir hier ins Detail reingehen, noch die Anforderungen für die Hero Evolution, die sind auch bestätigt worden. Finde ich jetzt gerade im Moment nicht so krass. Cool finde ich hingegen, dass wir einen zusätzlichen Playstyle Plus bekommen und auch Karten nehmen können, die schon einen Playstyle Plus haben. Sehr, sehr gut von EA und ja, das hier sind die Karten, die hier reinpassen. Morientes, Papa. Ich würde jetzt hier keine Coins mehr verbraten. Ja. Robbie Keane würde jetzt mit dem Evolution-Trick reinpassen, wie man Evolutions kombinieren kann. Das Video vom Mittwoch gerne anschauen. Und so, ja, ich würde jetzt da nichts mehr mitnehmen auf Last-Minute-Shopping. Viele, in vielen Patreons sind die Informationen schon viel, viel früher. Daher bitte Vorsicht. Dann Future Stars Design haben wir auch schon. Ja, weiß ich nicht, sieht ein bisschen kitschig aus. Auch die erste Karte ist schon bestätigt. Wer diese Aufgaben, die ihr gerade gezeigt habt bei den Zielen, schneller abschließen möchte, der Waldi hat hier eine tolle Übersicht gebaut, wie ihr die Teams bauen sollt, dann habt ihr in 6 Spielen, das 7 Spielen, sorry, 8, 9, 9 Spielen habt ihr dann das Ganze fertig, könnt ihr so kombinieren, aber das sollte kein Problem sein, das auch selbst hinzubekommen. Ja, und dann habe ich noch etwas zum Messi-Gate gelesen, die Regeln, die du machen solltest, wenn du einen Lionel Messi triffst, spiele 5er-Kette, jeder soll zurück in die Abwehr kommen, dann einen Greedy machen, wenn du triffst, beende das Spiel, wenn er einen Elfmeter bekommt und wenn du 1-0 gewinnst und die schießen das 1-1, sollst du auch quitten und Pause, mach aber noch dreimal Pause, bevor du quittest, um deren Zeit zu verschwenden. Freunde, was soll denn das? Was können denn die Spieler für die Unfähigkeit von EA? Macht's bei dem Käse nicht mit. Dann, wenn ihr sowas macht, lasst es bitte gleich sein mit FC24. Das ist, bringt so viel Toxisches in euer Leben. Das ist es nicht wert. Glaubt's mir, positive Grundeinstellung zum Leben ist immer das Allerschönste. Und sowas, da denke ich mir halt immer, was sind es für Leute, die bei uns in der Community rumturnen, die für sowas dann auch noch, ja, Reichweite bekommen. Sehr, sehr schade, habt ihr nicht nötig. Ja, kann keiner was dafür, der Messi gezogen hat, nur weil EA diesen Fehler da gemacht hat, okay? Dann, ihr seht schon ein paar Karten, die ich euch gerade gesagt habe von den Informs, die habe ich ja sortiert nach Spielbarkeit, Terrier, die UF, dann hier die 84er, einen Diaz für 1,5 mit Hawk oder was, oder einen Kolumuani mit Hawk, gerne snipen für 1,3, 1,4, plus 500, plus 1k, ja, gibt sehr, sehr viele weitere Spiele und ich gehe halt immer her, gehe dann auf den Transfermarkt und suche mir dann, peinetwegen, hier mache ich mal Platz, mein Team übrigens, ja, mein bescheidenes Team. Macht mich auch zu keinem besseren Spieler. Ja, es ist, bei mir ist wurscht, was ich ziehe, was ich am Backlog habe. Ich werde immer so meine 11 bis 14 Siege holen. Ja, es war, ich habe schon mal 45 Millionen Team gespielt und habe genauso das gleiche Ergebnis geholt wie mit einem kompletten Gold-Team vor 2 Jahren. Also bei mir ist es immer so, dass ich also wirklich da nicht unbedingt gerade, keine Ahnung. Also hier könnt ihr Kolumani einfach dann, gibt es ihm irgendeinen Chemistry-Style, den ihr im Verein habt, Kolumani, am besten wäre natürlich Hawk, bietet ihn an für 2100, fertig. Cool wäre natürlich, wenn ihr einen Kolumani auch mit einem Chemistry-Style snipen könntet,
Aber es ist jetzt nicht unbedingt so wichtig bei den 84ern. Die stehen alle schon sehr, sehr günstig. Kann man jetzt mal schauen, kommt einer rein mit Chemistry Style, bleibt man ein bisschen drauf, dann nimmt man den, dann sparst du einen Arbeitsschritt, okay? Was noch cool ist, was ich immer gerne mache beim Einkaufen, bei dem Diouf, das ist eine hervorragende Karte. Also wirklich, den habe ich jetzt schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal verkauft und ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, die Liste komplett zu befüllen. Dann holst du dir den einfach für 23, für 24, zack, holst du den. Ja, packst dann kurz im Verein, weil hier, das ist eine frische Karte, da gibt es eher selten einen Chemistry Style drauf. Jetzt habe ich ihn natürlich Untrade noch gezogen von den tausenden von Upgrade Packs, die ich gemacht habe. Dann gehst du halt immer hier auf den Shop, nimmst du den Diouf, Moment, zack, tauschst du ihn, zack, boom, und dann gehst du auf Team, bam. Moment, ja. Und dann gibst du ihm halt den Chemistry Style. Bei 87er, wie gesagt, da habe ich jetzt die geringsten Bauchschmerzen. Aber wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu teuer, das ist über mein Budget, dann geht es mit dem 84, 85er und kauft es mit dem Chemistry Style und fertig. Könnt ihr 87er weglassen. Klappstock 84 kann man auch immer machen. Und dann habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr bietet es so wie ich an. Ja, ihr nehmt den Zahlendreher stündlich anbieten, immer, das wisst ihr sowieso, wer jetzt noch keine Ahnung von UV hat, schaut euch bitte das komplette Tutorial an, hier das erste Video auf meinem Kanal, oder ihr macht einen kleinen Aufschlag, plus 28,57, plus 4K, ja, ich gehe mit 32, weil ich die Geduld habe, auch wenn er sich mal einen Tag nicht verkauft, dass ich ihn trotzdem weiter drauf lasse. Karte ist mega, Karte ist sehr spielbar, Karte ist 87er Rating, Karte ist in Inform. Gute Argumente. Ja, zusammengefasst ist es derzeit sehr, sehr wichtig, auch geduldig ein bisschen zu sein, aber ihr habt gute Möglichkeiten. Ich habe jetzt bewusst nicht die teuersten rausgewählt, weil der Markt jetzt sehr, sehr hoch steht. Mir liegt es daran, dass ihr stetig Coins macht. Wenn ihr diese Videos gerne öfter hättet, Daumen nach oben, gerne noch Hashtag 14 in die Kommentare, dass ich meine OGs wieder mal sehe. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Coins vermehren und auf weitere tolle Momente in FC24. Schön, dass ihr noch dabei seid. Peace out.